Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau und heute müssen wir uns mal ein bisschen einem ernsteren Thema widmen, das wir sehr oft in den Nachrichten hören, aber sich keiner eigentlich genau was darunter vorstellen kann, weil es das bei uns einfach seit x Jahren nicht mehr gegeben hat. Und zwar der Begriff Triage. Triage kommt eigentlich aus dem Krieg und es ist quasi Worst-Case-Szenario, wir haben einfach nicht mehr genug Betten und wir müssen jetzt einfach den einen oder anderen entscheiden, wer wird behandelt und wer wird eben nicht mehr behandelt, was für den vermutlich das Todesurteil ist. Triage ist im Übrigen momentan tatsächlich schon in Anwendung in Italien, in Frankreich. Dort werden keine Leute mehr über 80 behandelt, beatmet. In Spanien und auch in New York zum Beispiel. Und Wuhan war das Gleiche. Ja, es ist ganz einfach so: eine Lungenentzündung zum Beispiel, wenn ihr habt, und ihr geht halt ins Krankenhaus und werdet normal behandelt. Hat sie nach 8 bis 10 Tagen wieder draußen und fidel, sage ich jetzt mal. Wird die Lungenentzündung aber nicht behandelt, dann ist die ziemlich tödlich. Wie vor 100 Jahren. Und genau das ist das Risiko an der ganzen Geschichte. Und wie das in Deutschland ausgeht, daraus gibt es jetzt ein neues Empfehlung für die Ärzte, die ich heute einfach mal vorstelle. Und ich lese euch gleich mal da den ersten Satz vor. Hintergrund: Nach aktuellem Stand der Erkenntnisse zur Covid-19-Pandemie ist es wahrscheinlich, dass auch in Deutschland in kurzer Zeit und trotz bereits erfolgter Kapazitätenerhöhung nicht mehr ausreichend intensivmedizinische Ressourcen für alle Patienten zur Verfügung stehen. Das ist heftig. Bitte dieses Video nur anschauen, wenn ihr nicht zart beseitet seid. Ansonsten würde ich euch wirklich empfehlen, jetzt auszuschalten. Und für die, die es interessiert, wie das jetzt funktioniert, nach welchen Kriterien das bei uns gemessen wird und warum es jeden treffen kann, auch der, der einen Autounfall hat, auch der, der bereits auf der Intensivstation liegt, der einen Herzinfarkt hat, auch für den gelten diese Regeln. Das wissen nur die wenigsten. Und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Ventilators. To that, he said this. What am I going to do with 400 ventilators when I need 30,000? You pick the 26,000 people who are going to die because you only sent 400 ventilators. Nach derzeitigen Hochrechnungen geht man im Übrigen davon aus, dass es in Deutschland am 11. April soweit ist, dass wir zur Triage greifen müssten. Wie gesagt, ist nur eine Hochrechnung. Man weiß nicht, wie sich die Maßnahmen, die momentan ergriffen haben, auswirken. Vielleicht geht dieser Kelch an uns vorüber, aber wir sehen es in Italien, Spanien, New York, wie schnell es gehen kann. Also es ist definitiv nicht ausgeschlossen. Und wie gesagt, auch die Ärztevereinigungen gehen davon aus, dass es kommen wird. Und im Übrigen, das ist nicht ein Arzt oder ein Professor, das sind die 7 Vereinigungen von allen Ärzten. Das sind diejenigen, die draußen am Patienten haben, die wirklich wissen, was momentan los ist. Nur mal so nebenbei gesagt. Im Übrigen trifft diese Triage nicht, definitiv nicht nur den Corona-Patienten. Es betrifft alle. Ausnahmslos. Und wir haben schon 22.000 Leute auf Intensivbetten und es könnte, und das erkläre ich gleich, passieren, dass derjenige von der Intensiv entfernt wird, wenn ein anderer Fall, also angenommen, es ist alles bummvoll, es ist kein Platz mehr frei und es kommt jetzt einer, der hat eine wesentlich bessere Erfolgsaussicht wie derjenige, der schon da liegt, dann kann es demjenigen, der da schon liegt, passieren, dass auch ihn die Triage trifft und dass er nicht mehr behandelt wird. Und wir haben 220.000 Leute auf Intensivbetten momentan, weil wir haben schwere Autounfälle, wir haben Herzinfarkte, vielleicht auch der eine oder andere von der Grippe. Es gibt ja zig Krankheiten, warum man auf Intensiv kommt. Es ist ja nicht so ohne. Und ich finde das ganz schön heftig. Und jetzt schauen wir mal, was da so drin steht. Und ich zeige euch dann auch noch das Blatt, das dann über Leben und Tod entscheidet. Ich werde euch jetzt einfach aus diesen klinisch-ethnischen Empfehlungen ein paar Teile, die mir wichtig erscheinen, vorlesen. Nicht alles, das wäre zu viel. Ich blende euch das in meine Kinds mitlesen. Also im Endeffekt sollte es eine Entscheidungsgrundlage sein für die Akteure, eben nach ethnischen Grundsätzen. Das soll auch nur passieren, wenn wirklich die Mittel knapp sind. Das ist ja echt klar, sonst macht es ja keiner. Also es geht mal los mit dem Patient an sich.
also sogenannten patientzentrierte Entscheidungsgrundlage. Also eine Therapie wird nicht mehr gemacht, wenn der sowieso sterben würde. Jetzt ist es aktuell so, der bleibt so lange an den Maschinen, bis er ganz tot ist, würde dann nicht mehr gemacht werden. Wenn die Ärzte der Meinung sind, dass eine Therapie wahrscheinlich sinnlos ist, dann wird er auch nicht mehr therapiert. Was dann mit denen passiert, kommen wir später. Oder wenn er dauerhaft an Maschinen ist, wie jetzt zum Beispiel ein Koma-Patient oder sowas in die Richtung. Auch das sind Entscheidungskriterien, die quasi dann gleich mal sagen, okay, der nicht. Und Patienten, die eine Intensivtherapie ablehnen. Also ihr habt ja alle eine Patientenverfügung, hoffe ich mal. Ich werde meine mal reinschauen, was ihr da eingeschrieben habe. Wenn ihr sowas ablehnt, die Leute werden auch nicht genommen, weil die haben halt dann einfach für sich selber schon entschieden. Gut, da ist eine Triage aus der Katastrophenmedizin, brauche ich nicht sagen. Warum dieses Ganze? Aufgrund der Verpflichtung, mit den begrenzten Ressourcen möglichst vielen Patienten eine nutzbringende Teilhabe an der medizinischen Versorgung unter Krisenbedingungen zu ermöglichen. Heißt, auf gut Deutsch gesagt folgendes, ich habe jetzt einen, der weiß ich, der ist jetzt für 4 Wochen an der Beatmungsmaschine, bis er geheilt ist, und ich habe vielleicht 2, die jeweils 2 Wochen haben, dann wird zugunsten der 2 entschieden, weil da möglichst viele das kriegen und 2 sind halt mehr wie einer, vereinfacht gesagt. Genau, das haben wir eh schon gesagt. Die Priorisierung, und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt, sollen immer zwischen allen Patienten. Allen, liebe Leute. Also auch die, die so im Krankenhaus liegen, wegen Herzinfarkt, wegen was weiß ich, Autounfall, wegen sonstige Geschichten. Also alle, die eine Intensivbehandlung, werden hier in einen Topf geworfen und die erfolgreichsten, also wo die Erfolgsaussichten am besten haben, die werden behandelt und die anderen eben nicht. Es ist eine Priorisierung aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes eben nicht vertretbar, nur innerhalb dem, der Corona hat. Kann ja auch nichts dafür. Und es ist nicht zulässig, allein aufgrund des kalendarischen Alters zu entscheiden. Das ist der Unterschied zu Frankreich. Oder aufgrund sozialer Kriterien. Der Privatpatient geht vor einem normalen Patienten. Sondern hier ist wirklich bei der Triage, wer ist am erfolgversprechendsten, der kommt dran. Der andere hat Pech gehabt. Das passiert in Italien, deswegen sind da die Todesraten so hoch. Das passiert auch schon in Spanien. Ja, genau das Gleiche. Also es gibt 2 Unterscheidungen. Einmal die intensiven medizinische Maßnahmen begonnen, also die sie jetzt erst brauchen, die jetzt quasi eingeliefert werden, und die 2. Gruppe ist die, die bereits eingeleitete Intensivmaßnahmen beendet werden. Also es kann passieren, der liegt auf Intensiv seit 4 Wochen, jetzt ist alles bummvoll und er ist eben nicht der Erfolgversprechendste, sondern er ist der mit den wenigsten Erfolgsaussichten. Dann wird er nicht mehr behandelt. Das finde ich ganz schön heftig. Das konnte auch passieren, theoretisch, wenn man das jetzt so weiterdenkt. Ich bin reingekommen, bin jetzt wirklich schlimm dran, bin an der Sauerstoffmaschine und dann kommt ein anderer, der bessere Aussichten hat, sagt, dann war es das für mich. Also, das ist nicht ohne, ich möchte es nicht entscheiden. Wer darf denn das Ganze entscheiden? Verfahren zur Entscheidungsfindung. 2 intensivmedizinisch erfahrene Ärzte. Das war mir jetzt klar, dass das nicht einer entscheidet, sondern mehrere, was ich aber nicht wusste, und ein Vertreter der Pflegenden. Also die Krankenschwester muss mitentscheiden. Das wusste meine zum Beispiel auch nicht, dass sie da mit dran ist. Die Kriterien für die Priorisierungsentscheidung haben also folgende. Der aktuelle klinische Zustand des Patienten, ganz klar, sei Patientenwille, also aktuell vorausverfügt oder zuvor mündlich geholfen, wenn er sagt, ich will nicht, ist er raus aus der Nummer. Wenn die Verwandten sagen, nee, der hat gesagt, er will nicht, also mutmaßlich, ist er raus aus der Nummer. Dann die Komorbiditäten, also die ganzen Vorerkrankungen werden natürlich hier mit dazu erfasst. Desto mehr das er hat, desto mehr sinkt sein Scoring-Wert, wenn man es mal so nennen würde, wenn man jetzt mal einen Begriff aus der Schufa verwende. Dann sinkt sein Scoring-Wert und der mit dem niedrigen Scoring-Wert hat dann Pech gehabt. Es werden aber auch so Sachen wie die Gebrechlichkeit, da gibt es eine extra Skala dafür, die Clinical Frailty Scale, wo man dann sagt, der eine kann joggen wie ein Weltmeister und der andere liegt halt im Bett, das wird halt unter Sofa-Score, also die, quasi der Lungen-Score, im Endeffekt der Krankheits-Score. Und daraus wird dann ein Art-Score-Wert berechnet, ja. Und dann auch, wenn Lungenkrankheiten zum Beispiel schon vorhanden sind, dann geht es halt um die Einschätzung der Erfolgsaussicht. Das ist dann der nächste Punkt. Hat jemand eine schlechte Erfolgsaussicht, weil er vielleicht schon Erkrankungen hat jetzt?
vorerkrankt ist. Wo man einfach sagt, okay, sein Körper könnte jetzt mit COPD gut umgehen, also mit der Lungenkrankheit, würde es vielleicht hinbringen, aber kriegt er noch Corona dazu, dann sind seine Erfolgsaussichten minimal. Auch sowas fließt in diese Berechnung mit ein. Also wie gesagt, wenn ich sowas schon habe, bin ich noch mehr gefährdet. Wenn dann dagegen ein Gesunder liegt, der eben vorher keine Vorerkrankungen hat, wo man sagt, okay, da haben die Erfolgsaussichten einfach besser. Krebs, Multimorbiditäten, also wenn er eh schon mehrere Sachen hat. Ist also das Ergebnis, das ist aussichtslos, das Ganze, gibt es keine Intensivtherapie. Es gibt dann eine andere Versorgung, einschließlich palliativer Maßnahme. Die Priorisierung ist immer quasi die Erfolgsaussichten, das ist eigentlich das Wichtigste im Ganzen. Gibt es immer vorrangige Behandlung oder gibt es eine nachrangige Behandlung? Also wenn halt keine Beatmungsgeräte nicht mehr da sind, wird dann ein normaler Sauerstoff angeschlossen. Hat er Glück, wenn es funktioniert, und sonst hat er Pech gehabt. Und das ist, wie gesagt, das ist das, warum die Zahlen in Italien so hoch sind. Die schicken die Leute dann einfach heim zum Sterben. Kann man nicht anders sagen. Gut. Aus Gerechtigkeitserwägung sollte bei der Priorisierung aller Patienten gleichermaßen berücksichtigt werden. Also alle Patienten werden hier mit berücksichtigt. So, wie funktioniert das jetzt in der Praxis? Und zwar soll es gleich eine präklinische Entscheidung geben. Also in die Alten- und Pflegeheime, die sagen gleich mal, oder der Hausarzt sagt zum Beispiel, schaut nicht so gut aus, oder auch der Rettungsdienst schaut sich den an und sagt dann, okay, wenn diese Ausschlusskriterien, die jetzt hier vorher aufgeführt worden sind, dass er schon Vorerkrankungen hat, dass er es wahrscheinlich eh nicht schafft, gegeben hat, dann soll das vor der Klinik, vor der Aufnahme schon zertifiziert werden und dann wird er halt auch nicht mehr gleich gar nicht erst aufgenommen. Im Rahmen einer Priorisierung für den Zugang zur Intensivtherapie sind für Covid-19 und Non-Covid-19-Patienten die gleichen Kriterien anzuwenden. Weil es kann ja auch einer einen Autounfall schwören. Der kommt hinaus und daneben liegt der Covid-19 und da sagt, ja, welcher von beiden? Okay, ich habe nur noch einen Platz. Ist der mit einem Autounfall oder ist der mit Covid-19? Und der andere, ja. Ja, es ist also, wie gesagt, kann euch passieren, ihr kommt in die Notaufnahme und die sagen, sorry, können euch nicht mehr behandeln. Das ist in Italien schon passiert. Das ist also nichts irgendwas Fiktives leider mehr. Genau, und auch hier auf der Allgemeinstation ist übrigens das Gleiche. Es geht nicht nur um die Intensiv, es geht auch auf die Allgemeinstation. Wenn die einfach übervoll ist, dann werden halt die, wo man sagt, okay, die müssen jetzt dringend behandelt werden und die anderen schicken wir halt heim. Und wie gesagt, eine Lungenentzündung unbehandelt. Ja. Ja. Wenn da mein Arzt vielleicht einen zumacht, weil er selber Corona hat, wie es ja auch schon passiert ist. Und dann gibt es eben diese ganzen Indikatoren, die haben hier auf dieser Seite drum. Und da wird eben dann entschieden, intensivmedizinische Therapie, nicht intensivmedizinische Therapie. Palliativmedizinische Behandlung muss immer gewährleistet sein. Aber was heißt das schon großartig? Also wie gesagt, Schritt 1 besteht die Behandlungsnotwendigkeit. Wenn nein, ist sowieso klar, dann wird er eben nur noch auf nicht-intensivmedizinische Maßnahmen gemacht, das ist ja eh klar. Besteht eine realistische klinische Erfolgsaussicht? Nein, dann wird er auch nicht behandelt. Und liegt eine Patientenverfügung vor, mündlich oder sonstiges, dann wird er auch nicht behandelt. So, die anderen Punkte und alle anderen, die jetzt quasi noch da sind, die werden dann nach aktuellen Erkrankungen, höherer Schweregrad, akute Organversagen, prognostizierter Marker für Covid-19-Patienten, die ganzen Krankheiten, die er schon hat, die Gebrechlichkeit, die er hat, das kommt alles zusammen und dann wird entschieden, Behandlung oder keine Behandlung. Und das wird nicht nur einmal entschieden, sondern wenn dann noch eine kommt, wird es immer wieder entschieden. Weil dann ist er ja bereits da, aber vielleicht kommt einer, der noch erfolgversprechend ist und bei ihm schaut es vielleicht dann nach ein paar Tagen nicht mehr so gut aus. Und das Blatt, ob sie ja behandelt wird oder das, das schaut so aus. Und dort unten ist dann eigentlich, es steht nochmal relativ das Gleiche drin, und ganz rechts steht Palliativstation. Und das heißt, keine therapeutischen Maßnahmen. Eher halt dann noch Morphium, was auch immer, oder ein paar andere schöne Sachen. Aber das war's dann. Hola, buenos días. Me cuesta transmitir mucho este mensaje, se me están cayendo las lágrimas. Me han llegado ya un par de audios en el que se está diciendo que personas mayores de 65 años les están quitando los respiradores en Madrid.
y las están sedando para que mueran, porque no hay respiradores para todos y se los quieren dar a los más jóvenes. Also Leute, ihr habt es jetzt gesehen, ich finde das in keinster Weise nur irgendwie witzig oder sonstiges. Das ist wirklich ernst, das ist leider mal so. Und ich hoffe, dass dieser Kelch an uns vorübergeht, weil ich möchte nicht der Arzt oder der Pfleger sein oder die Krankenschwester, die das zum Entscheiden haben, wer leben darf und wer nicht leben darf. Das ist krass, aber es ist so. Ja. Gut, war mal ein bisschen anderes Video, aber mir war das wichtig, weil ich habe das Thema so auch nicht auf dem Schirm gehabt. Und wollen wir alle hoffen, dass es nicht so weit kommt. Deswegen bleibt daheim, bleibt gesund, ernährt euch gesund, schaut, dass ihr gute Fitness zusammenbringt, soweit das daheim möglich ist in irgendeiner Art und Weise, und schaut, dass ihr nicht mit anderen zusammenkommt, damit die Krankheit möglichst schnell besiegt ist und uns dieses Blatt vorübergeht an uns, ohne dass wir es brauchen. Das war's wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen, noch mehr über Abo, und ansonsten sage ich vielen Dank, und wenn ihr noch Fragen habt, bitte auch unten in die Kommentare, und sonst sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Pfiat euch!